Und damit herzlich willkommen zurück zu Zelda Link's Awakening, beziehungsweise The Legend of Zelda Link's Awakening. Egal, so jetzt machen wir ja hier uns den Wurmschlüssel geholt. Und damit werden wir jetzt eins tun, nämlich in den Wurmpalast gehen. Dieser Part wird, würde ich jetzt einfach mal grob behaupten, nur aus dem Wurmpalast bestehen. Weil ich denke mal, das wird reichen, denke ich mal. Wir gehen mal kurz hier runter, um ein bisschen Zeit rauszuschlagen. Mir fällt gerade was ein. Ich muss noch was machen. Ja, warte mal kurz weiter. Hab ich ihn vergessen zu machen? So. Müsste besser sein jetzt. Ich könnte es nicht sein, dass es ein bisschen zu viel ist, was ich weggeschnitten habe, aber ist egal. Ein Herzteil. Drücke Select im Untermenü, um die Anzahl festzustellen. Genau, so. Genau hier. Da kann man sehen, wie es gerade aussieht. 1 von 4. Oder 1/4 von 4. Ein Viertel haben wir bis jetzt. Gut, beziehungsweise... Bis zum nächsten vollen Herz fehlen noch 3 Teile. So, sagen wir es mal so. So, bums. Egal. So, wie gesagt, wir wollen zum Wurmpalast. Überlegen. Ich glaube, ich besorge mir doch noch mal Bomben vorher. Ich überlege gerade, wo ich die herkriege. Ich bin gerade am Nachdenken, ne? Ich weiß gar nicht, ob man Bomben vorher kriegt. Warte mal, Leute. Wir haben ja Zeit. Wir lassen uns einfach mal Zeit für dieses Projekt, deswegen gucken wir mal nach. Ist ja nicht so schlimm, es rennt ja nichts weg. So, und außerdem, der Wurmpalast geht relativ fix, würde ich einfach mal eiskalt behaupten. Er ist relativ schnell über die Bühne gebracht. Aber wir können ja sowieso erstmal hier rüber gehen, weil hier gibt es nämlich noch was Schönes zu holen. Da ist es. Die allererste Zaubermuschel. So, jetzt muss ich selber mal gucken. Warte mal kurz, ich muss gucken, was ich... Hier oben ist der Laden. Guck mal, genau, gehen wir mal rein. Nee, es gibt das Schild und Dingens zu kaufen bis jetzt. Schild, Schaufel und Herzen. Okay. Hätte ja sein können. Das muss schon Bomben kaufen können. Ich weiß, man könnte irgendwie vor dem Wurmpalast irgendwie, bevor man den Wurmpalast kommt, Bomben bekommen. Ich weiß nur nicht wo und wie. Wisst ihr was? Wir fangen mit der Tauschquest an, ne? Weil ich muss nämlich, dafür brauche ich nämlich den Yoshi dann in der Mitte. Ja, das ist übrigens wirklich ein Yoshi. Man merkt, das Spiel ist von Nintendo. Und man hat hier einfach mal sich hingestellt und hat gesagt, wir nehmen einfach einen Yoshi. Aus Mario geklaut. Egal. Ich weiß nicht, es ist einfach so ein Cameo aus einem anderen Nintendo-Spiel. Sagen wir mal so. So, du hast Yoshi-Puppe. Endlich. Du liebst Yoshi. Ja, wer liebt Yoshi nicht, würde ich mal sagen. Oder? Was sagt die Leute? Wer liebt Yoshi nicht? Jetzt alle in den Kommentaren. Ich hasse Yoshi. Jetzt die Kommentare voller. Ich hasse Yoshi. Ich hasse ihn. Er ist so scheiße. Könnte aber auch sein, dass man Bomben durch einen Zufall vom ersten Tempel bekommt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine aber, schon mal Bomben gehabt zu haben vom ersten Tempel. Oder war das doch in der Link to the Past? Ich bin mir jetzt absolut nicht sicher. So, hier oben müssen wir einfach rein in das Haus. Da müssen wir nämlich die Puppe abgeben.
Oh, schenkst du meinem Kind Yoshi? Bitte! Klar doch. Vielen Dank. Das ist sehr lieb von dir. Moment. Ich gebe dir das für die Puppe. Eine Schleife. Die müssen wir natürlich, Wobei, ich glaube, wenn man es schafft, vor dem ersten Tempel die Schaufel zu kaufen, kann man irgendwo, glaube ich, Bomben ausbuddeln. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Du hast deinen Yoshi gegen eine Schleife getauscht. Bestimmt kannst du auch irgendwo die Schleife tauschen. Natürlich kann man das. Das machen wir auch gleich noch. Was du zu sagen? Hast du schon meine Vierlinge getroffen? Ich bin Papal. Und glaube, dass ich mich später im Gebirge verirren werde. Suchst du mich dort? Es ist mehr oder weniger ein kleiner Spoiler. Aber ja, werden wir wahrscheinlich tun müssen. Das ist übrigens Marin. Hi, Champ. Tarin ist zu Hause. Und schläft. Dabei scheint draußen doch die Sonne. Dabei scheint draußen doch die Sonne. Ich könnte das nicht. Ich singe lieber. Und zwar die Ballade vom Windfisch. Ist das nicht eine schöne Ballade? Singt sie nicht schön? Wir müssen weiter. Ich hole hier gerade, warte mal. Nee, aber die Schleife natürlich müssen wir. Warte. Ich übrigens, Alter. Die Tauschquest ist ja auch, die geht hier nämlich die ganze Reihe durch. Ab einem gewissen Punkt müssen wir die aber auch durchziehen, weil sonst kommen wir nicht weiter. So, schöne Kleider, Make-up, Juwelen. Ich liebe dieses Zeug. Und wenn du etwas anderes. Ups! Diese Schleife. Oh, ich brauche sie sofort. Ich gebe dir dafür auch eine Dose Hundefutter. Okay. Freude, hier ist deine Dose Hundefutter. Jiha! Du hast die Schleife gegen eine Dose Hundefutter eingetauscht. Eine Dose mit Hundefutter eingetauscht. Egal. Okay. Würde ich mal sagen. Gucken wir mal runter. Und holen uns, beziehungsweise geben die Dose ab. Da ist nämlich hier unten, ne? Am Strand. Ein Krokodil. Krokodil. Ein Häuschen. Wo man halt eben das Hundefutter abgeben kann. Ein Götterahorn. Also er reduziert Verletzungen durch Gegner um die Hälfte. Ja, genau. Ist gut. Wollte ich zwar nicht vorlesen, aber ist egal. Genau, hier. Der da. Was hast du da in der Hand? Nein. Das ist... Genau diese Dose fehlt mir in meiner Sammlung. Bitte, gib mir die Dose. Bitte. Okay. Gut. Oh, danke. Gib sie sofort her. Ja. Was? Sorry, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Das war gut. Es ist kein fairer Tausch, aber da hast du ein paar Bananen. Wumms. Du hast die Dose gegen die Bananen getauscht. Guter Deal, Baby. Baby. So, jetzt gehen wir wirklich zum Wumpast. Weil mit den Bananen können wir nachher erst weiter, wenn wir zum dritten Tempel müssen. Oder nee, nicht zum Tempel, sondern halt, wenn wir einen zweiten Tempel geschafft haben. Weil wir brauchen nämlich, um dorthin zu kommen, wo wir die Bananen brauchen, brauchen wir nämlich das Kraftarmband. Und das kriegen wir am zweiten Tempel. Und deswegen müssen wir jetzt erst einmal den Wurmpalast machen. Ich würde sagen, wir haben gut Zeit geschindet, oder? 9 Minuten sind wir, das ist ein guter Deal. Dann machen wir jetzt noch den Wurmpalast und dann ist der Part auch schon zu Ende. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich würde aber sagen, wir sind gut in der Zeit. Naja, ist ja gut. Ich hab's doch geschnallt.
So. Tschüss. Rein in den Wurmpalast. Level 1. Wurmpalast. Na dann, Feuerwehr. Darfst du Schlüssel besorgen? Gucken, wie gut ich den Tempel überhaupt noch auswendig kann. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Aber der erste Tempel, den hab ich eigentlich schon so oft gemacht. Der ist eigentlich für mich eigentlich schon fast... Ach, pff. Im Nebengang gemacht. Der Kompass. Nun kannst du sehen, wo sich die Endbosse und Ruhen befinden. Als weitere Hilfe, ein akustisches Signal zeigt dir die Räume an, in denen Schlüssel versteckt sind. Genau, da müssen wir mal, können wir ja drauf anhören. Dann können wir dann so sehen, wo hier noch was ist. Habt ihr gehört? Das zeigt dann, dass hier ein Schlüssel gibt. Hier ist die Truhe. Und da ist der Schlüssel, von dem die Rede war. Fast jedes Schloss, bla. Das habe ich jetzt nicht vorgelesen. Zu Battle. Es tut mich leid, Leute. Das habe ich jetzt nicht vorgelesen. Gehen aber jetzt hier lang. Gehen hier lang. Tschüss. Ich gehe mal an dir vorbei. Na, kommst du woher, du dumme Fnedermaus? Die Karte. Mit Start kannst du einen Blick auf sie werfen. Genau, jetzt können wir sehen, wo wir überall hin können. Die Karte vom Tempel. Für einen Gameboy-Spieler doch recht gut und übersichtlich, finde ich. Ist eigentlich ganz gut gemacht für ein Gameboy-Spiel. Klingt jetzt komisch gesagt, aber wenn man bedenkt, was für eine Leistung der Gameboy eigentlich so hat, ist das eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Oder was sagt ihr? Also ich bin damit durchaus zufrieden. Ich habe dieses Spiel unglaublich gerne damals gespielt. Ich habe das auch damals auf dem Gameboy gehabt. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Also ich habe auf jeden Fall viele, viele Stunden damit verbracht. Nie wirklich komplett durchgespielt. Aber ich habe viele Stunden damit verbracht, auf jeden Fall. Ich glaube, ein einziges Mal habe ich es wieder durchgespielt. Aber das habe ich aber dann damals auf dem Emulator gemacht, wo ich es dann durchgespielt habe. Aua! Deswegen, als Kind habe ich es nie durchgespielt, aber ich habe es Stunden gespielt. Also ich habe ewig Zeit investiert. Ich habe, glaube ich, weiß gar nicht, wie viel ich früher geschafft. Kannst du ehrlich gesagt noch gar nicht mal nachvollziehen, wie viel ich früher geschafft habe, weil ich meinen Speicherstand auch nicht mehr habe. Ich habe auch meinen alten Gameboy davon damals nicht mehr gefeiert, das Modul dazu. Übrigens haben wir gerade gesehen, man kann diese Stachis mit dem Schild umdrehen, damit man sie erledigen kann. Das hätte uns übrigens dieser Uhu hier verraten, ne? Wenn wir ihm einen Schnabel gebracht hätten. Schnabel gibt es übrigens auch, also Schnabel, Karte und Kompass sind die drei Hauptitems in den Tempeln, die es in jedem Tempel gibt, wohlgemerkt. Also, geh weg. Also, falls es Leute immer interessiert. So. Auf jeden Fall, und natürlich das gewisse Dungeon-Item. Was hier eine Feder ist. Die Greifenfeder erlaubt dir, große Sprünge zu machen. Aber. Machen wir übrigens auch gleich. Weil das Schöne ist hier in der Awakening. Das Dungeon-Item ein meist dazu genutzt wird, um zum einen eben im Dungeon voranzukommen und im Nachhinein auch im Spiel in der Overworld weiterzukommen, dass man am Ende dann
sage ich jetzt mal, weiterkommt im Spiel, wenn ich das meine. Dass ich zum nächsten Tempel gelangen kann und so weiter und so fort. So, auf jeden Fall. Gute Sachen, wir holen uns erstmal. Kann man überhaupt nicht? Gut, zwei Schlüssel haben wir, okay. Wir gehen erstmal oben lang, weil dort können wir dann nämlich uns den ein wichtiges Item holen. Nämlich den großen Schlüssel. Den holen wir uns gleich noch. Sagt die Uhrzeit? Ja, wir sind noch gut in der Zeit, würde ich sagen. Also, endlich mit dem großen Schlüssel lassen sich die Verstecke der Endbosse öffnen. Übrigens, hier in Link's Awakening ist es noch so, jeder Dungeon hat zwei Bosse. Einen Mini-Boss und einen großen Boss, wenn du so willst. Naja, komm, nerv mich. Aber das zeige ich euch gleich noch. Weil hier. Muss man kurz hier. Ach, verdammt! Ist das Schöne hier, man kann hier nicht wirklich Game Over gehen. Man fängt einfach immer im Tempel wieder von vorne an und dann geht's hier weiter. Und alles, was du vorher erkundet hast, ist alles noch so, wie es vorher war. Das ist das Schöne. Das ist der Unterschied zwischen Mario und Zelda. Zelda, wo stirbst du zwar, musst du mit dem Tempel bis nochmal von vorne anfangen. Also nicht direkt von vorne anfangen, aber du musst halt eben nochmal durch den Tempel laufen. In Mario, wenn du Game Over gehst, musst du fast das gesamte Spiel nochmal machen. Oder musst du das gesamte Spiel nochmal von vorne machen. Ach, verdammt. Übrigens müssen die alle in derselben Farbe sein, damit das hier funktioniert. Also das habe ich am Gameboy eigentlich relativ wenig hingekriegt, aber inzwischen denke ich mir, ist eigentlich relativ easy, wenn man aufpasst. Ach, verdammt! Komm schon. Schwer kann das doch nicht sein. Na bitte. Hat doch funktioniert. Hier ist übrigens der Schnabel. Du hast einen Schnabel aus Stein gefunden. Such nach der dazugehörigen Eulenstatue. Hier haben wir übrigens eine. Ich habe euch doch heute schon mal gesagt, was sie tut, aber wir gucken einmal trotzdem rein. Erst musst du die Starris mit dem Schild berühren. Genau, das, was ich gerade erklärt habe. Man muss die Starris mit dem Schild berühren, damit sie dann halt eben auf den Boden fallen und wir dann erledigen können. So. Da kommen wir zum Miniboss dieses Dungeons. Aua. Und ich kann diesen Boss eigentlich in- und auswendig, aber scheinbar verkacke ich hier gerade total. Ich habe irgendwie gerade voll Bock, wieder Link's Awakening auf das Remake zu spielen. Oder das? Doch, das ist ein Remake, glaube ich. Komm her. Genau. So, das Teil hier ist übrigens eine Art Teleporter, beziehungsweise eine. Ja, doch, kann man schon Teleporter sagen. Der bringt einen übrigens zum Anfang des Dungeons. Ist dafür gut, wenn du zum Beispiel bei dem Boss Game Down gehst, dass du dann nicht den ganzen Weg durch den Dungeon wieder gehen musst, sondern einfach hier reingehen kannst und dann, den Weg quasi verkürzt. Weil hier landest du dann immer in dem Raum, wo vorher der Zwischenboss war, und von dort aus kannst du dann meistens relativ schnell zum Endboss kommen. Da hast du dann nicht, hast du dann meistens nicht so weit. So, eigentlich können wir uns dem Endboss widmen, weil warum nicht, sag ich immer. Der Endboss ist übrigens ein Wurm. Buzz, raus. Ist übrigens die einfachere Wurm-Variante, im Gegensatz zu
Link to the Past. Das habe ich, glaube ich, bei Link to the Past auch schon gesagt im Let's Play. Dass der Wurm im Link to the Past, Link's Awakening wesentlich einfacher ist als der in der Link to the Past. Aber man sieht ja, ich habe ihn quasi First Try besiegt. Wenn man hier runterfällt übrigens, landet man im Keller. Und dann hier unten im da kommt man dort wieder raus. Das wollte ich sagen, genau. So. Da ist übrigens das erste Musikinstrument. Es ist eine Geige. Glaube ich, müsste eine Geige sein, oder? Doch, müsste eine Geige sein, glaube ich. Ja genau. Du hast die Muschelgeige erhalten. Übrigens, am Ende eines Dungeons wird uns übrigens erklärt, was wir als nächstes machen müssen. Sagen wir gleich. Wird gleich getan. So ein bisschen so unterschwellig. Also so ein bisschen, genau hier so, Sumpf, sag mir, wo die Blumen blühen. Das ist so ein bisschen so unterschwellig. Also wir müssen zum Sumpf. In dem Sumpf hier übrigens blühen Blumen. Das sind so Blumen. Die sehen wir dann, zeige ich euch dann im nächsten Part. Denke ich mal, wenn wir im nächsten Part soweit sind. Auf jeden Fall, genau. Es wird uns quasi unterschwellig ein bisschen erklärt, wo wir hin müssen. So, gehen wir noch zur Eule und dann machen wir den Part auch Schluss. Weil wir müssen den zweiten Part auch noch aufnehmen. Das ist ein Musikinstrument der Sirenen. Ich hätte nicht gedacht, dass du es findest. Dieses Instrument und sieben andere haben die Kraft, den Windfisch zu wecken. Du musst sie alle sieben finden und ich habe die Aufgabe, dir den Weg zu zeigen. Nun führt dich dein Weg in den Schleimsumpf im Norden. Da war doch noch was. Das Schöne ist, die Eule sagt uns dann meistens noch genauer, wo wir hin müssen. Wenn es denn dann soweit ist. Wenn wir nach dem Dungeon die Eule halt bedingsen. So, Leute. Ich würde sagen, ich räume hier mal kurz auf. Und dann speichere ich hier mal. Übrigens, mein altes Spielchen überspeichere ich, weil den brauche ich dann jetzt erstmal. Die brauche ich nicht mehr. Der ist ja jetzt schon weiter hinten als das, was ich eigentlich habe. So, auf jeden Fall sehen wir uns dann das nächste Mal.